Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, euer Chriso hier mit einem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin hier in Rev 10 und ja, versuche jetzt gerade mal hier den Boss wieder zu erledigen. Heute geht es eigentlich darum, ja, wie ihr am einfachsten zu Kristallen kommt. Meiner Meinung nach ist es das Beste, wenn ihr einfach ja, den Dungeon farmt. Da habt ihr natürlich in erster Linie mal die Chance, dass ihr gute Glyphen bekommt. Und ja, solltet ihr keine guten Glyphen bekommen, dann habt ihr eben noch immer einen Vorteil davon, da ihr eben die Glyphen verkaufen könnt und so eben Kristalle bekommt. Ist meiner Meinung nach nicht schlecht, das so zu machen. Ansonsten gibt es eigentlich keine guten Wege, wirklich an Kristalle heranzukommen. Also ihr seht jetzt, ich bekomme 3100 Kristalle mal als Belohnung für das, dass ich die Stufe 10 ja gewonnen habe, sage ich jetzt mal, also dass ich die Stufe 10 durchgelaufen bin und eben eine Glyphe. Ja, wie die Glyphe jetzt ist, ob sie gut oder schlecht ist, ja, spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Wenn ihr jetzt in erster Linie mal Kristalle bekommen wollt, um vielleicht schon vorhandene Runen von euch aufzuwerten, also vorhandene Glyphen, dann könnt ihr das einfach verkaufen, so wie ich jetzt hier in dem Fall mache. Das heißt, ich verkaufe diese Glyphe, bekomme dafür 17.000 Kristalle plus diese 3.000, die ich bekommen habe. Das heißt, ich bekomme pro Run circa eben meine 20.000 Kristalle heraus. Wenn es jetzt zum Beispiel nur eine grüne Glyphe ist, dann bekomme ich etwas weniger. Ich glaube, die grünen Glyphen lassen sich für 12.000, glaube ich, verkaufen, 10.000, 12.000, sowas herum. Ist aber dennoch nicht schlecht. Wie gesagt, die verkaufe ich jetzt einfach mal und werde dann gleich das Ganze wiederholen. So, da bin ich auch schon wieder. Wie ihr seht, habe ich den ganzen Run etwas zusammengeschnitten, einfach, ja, dass ihr mal am Anfang sehen könnt, wie diese Belohnungen in etwa aussehen in der Stufe 10. Und ja, in weiterer Folge, ich werde euch dann auch einen ganzen Run mal zeigen. Ich werde das mal dann auf automatisch einfach durchlaufen lassen. Ihr seht jetzt hier der Boss, wenn das jetzt funktioniert, dann sollte er eigentlich auch wieder sofort sterben. Da, zack, und er ist tot. Das funktioniert zeitweise auch ohne diese Bei-Monster, also die rechts und links daneben stehen, die ihn ja meistens, also das linke Monster bufft ihm ja Immunität, dass er immun ist gegen jeden Schaden, den er bekommt. Also Unbesiegbarkeit, glaube ich, heißt das hier in dem Fall. Und der rechte versucht, eure Verteidigung zu durchdringen. So, da bin ich auch schon wieder zurück mit dem nächsten Run. Ich werde euch jetzt hier mal einen ganzen Run zeigen. Das heißt, ich werde das einfach mal hier auf automatisch schalten und das mal durchlaufen lassen. Ja, ihr könnt euch das Ganze ja ansehen, so nebenbei, ob das jetzt halbwegs gut funktioniert oder ob es eher knapp wird. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass es jetzt auf Stufe 10 bei mir sehr unterschiedlich ist. Also manchmal funktioniert das eigentlich im Großen und Ganzen ohne wirkliche Probleme. Also ich kann das dann durchlaufen lassen bis zur vierten Welle und warte dann bei der vierten Welle circa, bis die gegnerischen Monster circa auf der Hälfte von ihren Lebenspunkten sind und schalte dann das automatische Spielen aus und spiele ab dort selbst weiter, um dann eben für die letzte Welle, also für die fünfte Welle, für die Bosswelle, ja, die ganzen Fähigkeiten frei zu haben. Das heißt, dass ich alle Fähigkeiten einsetzbar habe. Und das ist natürlich beim Boss sehr wichtig, weil der Boss euch sehr viel Schaden machen kann und ihr dann natürlich versuchen müsst, euch gegen den Schaden zu schützen oder ihm seinen Zugbalken zurückzusetzen und so weiter. Dadurch ist es sehr sinnvoll, meiner Meinung nach, falls ihr es eben komplett auf Automatik nicht schafft, egal jetzt welche Stufe das ist, dass ihr einfach die vierte Stufe entweder komplett selbst spielt, beziehungsweise ab circa der Hälfte der Lebenspunkte selbst spielt. Hier ist es auch so, wenn ihr daneben jetzt sitzt, sage ich mal, also neben dem Handy sitzt und ja, Zeit habt, dem Ganzen zu folgen, was hier passiert im Spiel, dann könnt ihr auch hergehen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, die Harpier kann ich nicht töten, weil sie diesen Schutz hat. Dann markiere ich einfach das andere Monster, damit er mal das tötet, damit ich selbst keinen Schaden bekomme von diesem Monster mehr. Und ja, jetzt warte ich einfach ab, bis diese eine Runde eben vorbei ist noch, die noch fehlt, dass dieser Schutz weg ist, weil ich habe leider kein Monster, das ja, Buffs entfernen kann. Das heißt, ich habe hier keine andere Möglichkeit als zu warten. Das kann natürlich in der vierten Welle auch passieren und deswegen ist es wichtig, ihr seht schon, die Buffer buffen dann, die anderen Monster schmeißen so gut wie alles raus auf dieses eine Monster, das ja eigentlich schon tot ist. Also da braucht ihr eigentlich nur warten, bis es die eine Runde absolviert hat und dann könnt ihr es einfach mit normal mit dem ersten Skill einfach töten.
Ja, und das ist halt dann das Problem, was halt des Öfteren mal passiert, dass ihr, ja, dass eure Monster alle Fähigkeiten verschwenden, mehr oder weniger, wo es gar nicht mehr benötigt wird. Und dann habt ihr eben für die Bosswelle zum Schluss, ja, diese Fähigkeiten nicht aufrecht. Das heißt, ihr könnt dann nichts verwenden, steht sozusagen leer da. Und ja, eure Monster werden dann einfach sterben, weil der Boss macht eben, wie gesagt, ziemlich viel Schaden. Ja, ich lasse das jetzt mal hier einfach so weiterlaufen. Aber hier brauche ich auch nicht großartig jetzt was markieren, weil es ja hier nicht so wichtig ist jetzt unbedingt, welches Monster als erstes angegriffen wird oder welches man jetzt als erstes tötet. Ich, ja, es funktioniert, wie gesagt, bei mir halbwegs gut, dass ich das einfach so automatisch durchlaufen lasse, das Ganze. Und ich werde euch das jetzt hier in der vierten Welle dann zeigen, wie ich das hier mache. Und zwar lasse ich das jetzt hier noch auf automatisch weiterlaufen. Dann seht ihr schon, okay, jetzt haben wir einige Gifteffekte schon aufgetragen. Jetzt nehme ich mal die Automatik heraus, etwas früher, weil schon ziemlich viele Gifteffekte auf den Monstern drauf sind. Das heißt, sie werden, ihr seht auch, die kommen dann zeitweise öfter dran, weil sie einen weiteren Zug erhalten und sterben dadurch viel schneller. Das heißt, wenn ihr jetzt eben eure Fähigkeiten auf einer hohen Abklingzeit habt, so wie bei mir jetzt hier, seht ihr, 6 Runden braucht er noch, dann muss ich schauen, dass ich diese 6 Runden jetzt irgendwie noch hier am besten in der vierten Welle irgendwie ausreizen kann. Das heißt, ich versuche die Monster nicht so schnell wie möglich zu töten, sondern versuche jetzt einfach, ja, sie so lange wie möglich leben zu lassen, dass ich noch so viele Züge wie möglich bekomme und meine Monster ihre ganzen Abklingzeiten wieder herunterbekommen. Das heißt, jetzt seht ihr, hat die Harpie sich wieder, also die eine Harpie hat die andere Harpie gebufft und hat ihr diesen Schutz gegeben, dass sie nicht sterben kann. Deswegen greife ich jetzt hier mal ein anderes Monster noch an, werde versuchen, den mal zu töten und danach mache ich was anderes, und zwar werde ich jetzt immer diese rechte Harpie hier angreifen, weil ich weiß, okay, die kann im Moment noch nicht sterben. So, jetzt hat sie diesen Effekt verloren. Jetzt greife ich die andere Harpie an und ich hoffe dann, dass sie sich dann nochmal gegenseitig eben diesen Effekt geben, dass sie nicht sterben können. Wie ihr seht, verwende ich immer nur den ersten Skill. Ja, wenn ihr mehrere Heiler zum Beispiel zur Verfügung habt und ihr wisst, okay, die Abklingzeiten sind nicht so extrem lang, hier sind es jetzt 5 Runden, aber ich brauche eigentlich in der Boss-Stage, also in der fünften Welle, nicht unbedingt sofort die Heilung. Das heißt, hier kann ich nochmal den Heilzauber wirken und ja, greift dann einfach ganz normal weiter an. Hoffe jetzt halt, dass sie sich nochmal gegenseitig diesen Schutz geben. Jetzt komme ich hier halt zweimal hintereinander an die Reihe. So, jetzt hat die diesen Schutz nochmal bekommen. Jetzt kann ich die rechte Harpie mal töten und werde jetzt weiter eben auf die linke die ganze Zeit nur einfach den ersten, also die erste Fähigkeit einfach verwenden und immer weiter jetzt warten. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen, bis dieser Effekt dann weg ist. Aber ihr seht, von meinen Monstern, die Fähigkeiten sind alle so gut wie, ja, fair, also einsatzbereit. Jetzt hat sie sich sogar nochmal selbst diesen Buff wieder gegeben. Das heißt, es dauert jetzt in dem Fall noch länger. War jetzt so nicht geplant. Also ich will euch jetzt hier nicht einen unendlich langen Lauf zeigen, aber ich will euch ungefähr mal zeigen, wie das funktioniert, um euch eine Vorstellung zu geben, wie könnt ihr das einfach schaffen, dass ihr das so teils auf Automatik spielt und teils eben selbst und das trotzdem halbwegs schnell funktioniert. Ja. Der Run dauert jetzt natürlich hier um einiges länger, als was jetzt normal dauern würde, weil ich jetzt zwischendurch natürlich auch viel gesprochen habe und die Monster dann nichts gemacht haben, weil ich euch das erklärt habe mit den Fähigkeiten und so weiter. Also ja, wenn ich das jetzt normal einfach durchlaufen lassen würde und alles funktioniert, wie es soll, dann kann man da einige Zeit davon wegnehmen. Jetzt seht ihr hier, versuche ich dann das Ganze so zu machen, dass ich meine Monster so gut wie möglich buffe. Dann nehme ich diesem linken, wenn es funktioniert, den Angriffsbalken weg, weil er gibt dem Boss einen Schutz, dass er keinen Schaden bekommen kann. Ja? Und das ist natürlich schlecht. Deswegen versuchen wir das so. Zack, ihr seht, die Gifteffekte explodieren auf dem Boss und er ist so gut wie tot. Jetzt sollte es natürlich funktionieren dann, dass man ihn so schnell wie möglich töten kann, bevor eben dieses linke Monster drankommt, weil dann kann er keinen Schaden mehr bekommen. Man muss dann wieder warten, bis der Boss seinen Zug absolviert hat. So, ihr seht schon, Boss ist tot, die anderen zwei Monster habe ich nicht wirklich angegriffen, einfach nur dem linken Beimonster ja, seinen Zugbalken zurückgesetzt, damit er den Boss nicht unbesiegbar machen kann.
Und ja, das rechte Beimonster versucht nur eure Verteidigung zu durchdringen, was aber in dem Fall kein Problem ist, weil wenn ihr es schafft, dass der Boss gar nicht an die Reihe kommt, ist es im Endeffekt egal, ob eure Verteidigung jetzt durchdrungen ist oder nicht. Und ja, ihr seht schon, wie vorhin schon erklärt, 3100 als Belohnung und eine Glyphe, in dem Fall eine grüne Glyphe, die benötige ich nicht mehr. Ich verkaufe alle grünen Glyphen sowieso, egal jetzt, was da für Werte drauf sind oder nicht. Ihr seht, grüne Glyphe 10.400 nochmal dazu, also ja, bin ich hier bei guten 13.000 Kristallen wieder. Ja, dann verkaufe ich das Ganze und lasse das Ganze einfach wieder von Anfang an neu durchlaufen. So mache ich das jetzt hier die meiste Zeit, einfach mal um zu schauen, dass ich so viele legendäre Glyphen bekomme, wie es möglich ist. Ich werde hier mal wieder einen kleinen Cut machen und melde mich gleich zurück, wenn wir wieder beim Boss sind. Also bis gleich. So, hier bin ich auch schon wieder und zwar wieder in der vierten Welle. Ich will euch jetzt diesmal zeigen, dass das auch hoffentlich jetzt schneller funktionieren kann. Also mit euren Fähigkeiten zurückzusetzen, dass ihr sie wieder alle verwenden könnt. Ihr seht schon, die Monster gehen ziemlich gut kaputt. Was halt wichtig ist, ist einfach, dass ihr ja vielleicht das ein oder andere Monster einfach mitnehmt, das vergiften kann. Weil, wie ihr seht, bekommen die jetzt so grundsätzlich keinen so großen Schaden von normalen Angriffen. Ihr seht ja schon auch von meinen Monstern jetzt, dass der Schaden nicht wirklich so enorm ist und die Monster haben alle ziemlich viele Lebenspunkte. Deswegen ist es sehr sinnvoll, mehrere Monster mitzunehmen, die vergiften können. Ja, wie vorhin erklärt, ist es hier schon wieder dasselbe. Also die Harpie gibt sich dann selbst diesen Buff, mehr oder weniger, wo sie einfach, ja, untötbar ist, das heißt, ich kann sie hier in dem Fall jetzt nicht töten, außer ich könnte diesen Buff irgendwie wegnehmen. Jetzt ist er weg, dann einfach einen normalen Schlag drauf und ihr seht schon, meine Monster sollten jetzt im Normalfall, wenn alles funktioniert hat, wie es soll, alle Fähigkeiten zur Verfügung haben. Dann ja, trage ich hier mal auf das Gift, denn also hier sehen wir, das ist einmal Gift, dann ist es einmal Rüstungsdurchdringung, also Armor Break einfach. Und dann einmal diese Markierung, mit der ihr 40% mehr Schaden macht. Ja, dann ist das hier aufgetragen. Dann buffe ich hier meine Monster mal so. Dann nochmal vom Tempo plus die Immunität, die nicht unbedingt jetzt so wichtig ist für mich. Dann nehme ich dem ersten Monster seinen Zugbalken weg. Jetzt kommt dieses Monster an die Reihe und jetzt sollte eigentlich wieder, ich versuche das jetzt wieder auf der ersten Geschwindigkeit, damit man das ja halbwegs gut sehen kann. Jetzt sollte beim Boss normalerweise diese Gifteffekte, die er auf sich drauf hat, ihr seht das hier, drei Gifteffekte sind drauf mit jeweils zwei Runden, das heißt insgesamt sind das sechs Stacks und er sollte wieder 60% seines Lebens eigentlich verlieren, plus den Schaden, den er eben von dieser Fähigkeit noch zusätzlich bekommt. So, wir probieren das Ganze und schauen mal, okay, diesmal hat es nicht funktioniert, nicht so schlimm, ich will euch das einfach nur zeigen, es hat vorhin mal funktioniert, jetzt mal nicht, es ist leider nur eine, ich glaube, 50 oder 60%ige Chance, ich glaube 60 sind es, ich kann dann gleich nachschauen, wenn er wieder an der Reihe ist. Jetzt versuche ich meinen Fokus eher auf das linke Monster zu legen, um das einfach mal zu töten. Ja, wie gesagt, die Rüstungsdurchdringung von dem rechten Monster ist jetzt nicht so schlimm für mich, weil ich eben versuche, ja so gut wie möglich, dass der Boss selbst nicht an die Reihe kommt. So, jetzt sehen wir hier, einmal hat es funktioniert, das heißt einmal habe ich die, die Rüstung durchdrungen, beziehungsweise die Abwehr jetzt durchdrungen. Das kann natürlich schon gefährlich sein, weil wenn jetzt der Boss eben dann an die Reihe kommt, kann es sein, dass ich extrem viel Schaden bekomme. Jetzt werden wir dann sehen, ob das funktioniert oder nicht. So, dann nochmal hier. Der Boss ist ja auf jeden Fall geblendet, er hat diesmal trotzdem stark getroffen, aber es ist noch immer kein großartiges Problem jetzt unbedingt. Jetzt passiert halt dann Folgendes und zwar das linke Monster gibt ihm eben diese Immunität. Ich weiß wirklich nicht, wie das hier genau heißt. Ich glaube, es heißt Unbesiegbarkeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, diesmal hat das nicht gemacht. So, jetzt habe ich den nächsten Versuch, auf den Boss einfach mit diesem Angriff wieder zu gehen. Jetzt sehen wir hier, er hat nur viermal das Gift drauf, also viermal für jeweils eine Runde, das heißt vier Stacks. Und ja, ich versuche das jetzt nochmal. Es hat wieder nicht funktioniert, also das heißt, das Gift ist wieder nicht geplatzt und er hat damit den Schaden nicht bekommen. Ja, aber wie ihr seht, es ist jetzt bei mir kein Problem. Ich habe hier ziemlich viele Buffs und Heilzauber dabei und ja, ich kann die Monster von ihm eben, also die gegnerischen Monster eben blenden.
und habe dadurch eben eine größere Chance, sage ich mal, dass ich nicht getroffen werde vom Boss, beziehungsweise nicht den vollen Schaden bekomme. Ja, jetzt hier bringt mir jetzt diese Fähigkeit nichts, da der Boss eben schon 8 Effekte auf sich drauf hat und keine weiteren Effekte mehr bekommen kann. Deswegen spare ich den auf, falls der Boss halt dann doch noch des Öfteren mal drankommt. Sollte aber nicht mehr wirklich der Fall sein. Jetzt werde ich ihm nochmal den Zugbalken leeren, wenn das funktioniert. Ja, das hat geklappt. Dann mache ich weiter, arbeite weiter an dem linken Monster einfach. Versuche dann mal dieses linke Monster zu töten und dann widme ich mich einfach zum Schluss dem Boss. Wie gesagt, wenn eure Monster halbwegs gutes Leben haben, sollte es eigentlich nicht passieren, dass der Boss euch einfach töten kann. Ich schalte jetzt hier nochmal runter auf 1, werde nochmal versuchen, dem Boss die Gifteffekte eben platzen zu lassen. So, ich hoffe, diesmal funktioniert's. Jawohl, diesmal hat es geklappt und ihr seht, der Boss ist sofort tot, hatte aber noch circa die Hälfte seines Lebens. Also, so funktioniert es für mich ganz gut. Muss aber dennoch dazu sagen, dass ich sehr oft eben das Ganze selbst spielen muss, weil es eben auf automatisch nicht hundertprozentig so funktioniert, weil wenn ihr dann nur den Boss fokussiert, dann wird von dem linken Monster, also was links neben dem Boss steht, aus meiner Sicht der Zugbalken nicht minimiert, damit wird dann der Boss gebufft und ihr macht ihm keinen Schaden mehr. Und dann dauert es entweder ewig lang, bis das Ganze durch ist, also so wie es jetzt eben auch war, weil die Gifteffekte nicht zerstört wurden, erst beim dritten Versuch. Und ja, normal, im Normalfall, wenn das beim ersten Versuch klappt, dann verliert der Boss eben mal, sage ich mal, gute 70% an Leben. Und ja, dann ist es ein leichtes, ihn zu töten. Also dann kommen eure Monster noch ja einmal dran ungefähr und das Ganze hat sich erledigt. Ihr seht hier jetzt wieder eine grüne Glyphe bekommen. Wie gesagt, grün verkaufe ich immer, also weg damit. Wieder 10.000 dazu. Ich kann auch kurz mal jetzt zurückschauen in die Akademie, also auf meine Hauptseite. Da könnt ihr schon sehen, ich habe circa 500.000 Kristalle. Ja, ich bin eben so, dass ich jetzt nicht unbedingt Kristalle spare, also ich werte immer wieder meine Glyphen auf, kaufe auch dann zeitweise welche, wenn welche herinnen sind, ist aber eher selten der Fall, muss ich sagen. Aber ihr solltet euch ungefähr, sage ich mal, um einen Wert anzugeben, circa 150 bis 200.000 Kristalle immer aufbewahren. Einfach aus dem Grund, falls ihr hier herinnen dann mal eben ein Buch bekommt, das ihr kaufen könnt mit Kristallen, oder wenn ihr eine epische, eine legendäre Glyphe, Entschuldigung, eine legendäre Glyphe bekommt, die ihr kaufen könnt, dann solltet ihr diesen Wert ungefähr haben, damit ihr euch das dann eben auch kaufen könnt, beziehungsweise die restlichen Kristalle, die ihr noch benötigt, dann halbwegs schnell bekommen könnt, indem ihr halt einfach ein paar Glyphen vielleicht verkauft, die ihr nicht benötigt, oder ja, indem ihr einfach in den Dungeon geht und vielleicht ja 4, 5 Runs im Dungeon macht und die Glyphen dort verkauft, die kommen. Ja, ihr seht schon, eine epische Glyphe kostet 95.000, eine legendäre Glyphe kostet, glaube ich, 195.000 und ein Buch kostet auch 195.000. Deswegen eben ungefähr diese Vorgabe von 150 bis 200.000, die man sich auf der Seite lassen sollte. Ja, das war es im Großen und Ganzen von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr, es macht grundsätzlich keinen Unterschied. Ich kann das auch noch ganz gerne kurz zeigen für die Leute, die es interessiert. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel, sagen wir, keine Ahnung, wenn ihr jetzt schafft, nur die 5er Stufe, ja, ich gehe jetzt hier einfach mal auf die 5er Stufe hinein. Das ist noch die letzte Stufe, wo es noch keine legendären Glyphen gibt. Da werde ich das Ganze einfach so machen, dass ich den mal austausche hier. Sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht lügen gestraft, aber im Normalfall sollte das doch auf automatisch laufen. So viel Pech, glaube ich, kann nicht haben. Aber ja, ich will euch einfach nur zeigen jetzt, wie es hier aussieht. Natürlich nicht auf der 1er Geschwindigkeit, sondern auf 3, sonst dauert das ewig. Ja, falls ihr nur hier durchkommt, dann ist es so, wie ich schon erklärt habe, also es ist ja im Grunde genommen kein Unterschied jetzt zum 10er, die Monster sind ja die gleichen, ob es jetzt die 5er Stufe, 6er Stufe, wie auch immer ist, dann ja, macht ihr das eigentlich im Grunde genommen gleich, wie ich das jetzt gemacht habe in der 10er Stufe. Das heißt, ihr versucht einfach das durchlaufen zu lassen. Wenn ihr merkt, okay, ihr habt Probleme zum Beispiel bei dem Zwischenboss auf Welle 3, dann geht ihr her und spielt den, ja,
selbst und dann schaltet ihr wieder kurz auf Automatik, bis eben die Monster in der vierten Welle circa das halbe Leben verloren haben. Spielt das dann selbst fertig, damit eben eure Monster die ganzen Fähigkeiten zur Verfügung haben dann im Endeffekt. Und ja, dann kommt ihr sowieso in die Bosswelle, in die letzte Welle, solltet dann dort eben alle Fähigkeiten frei haben. Und ja, dann soll es für euch kein Problem geben, den Boss zu besiegen. Im Endeffekt, wie gesagt, Gift einfach extrem stark, dadurch, dass es 10% vom Leben wegnimmt. Das heißt, wenn ihr jetzt mehrere Monster habt, die vergiften könnt und ihr könnt dem Boss gleich mal, sage ich, ja, 4, 5, 6 an Gift auftragen, die zum Beispiel 2 Runden halten, dann könnt ihr das machen. Ich mache das jetzt hier auch mal, dass ich einfach das automatisch rausnehme. Dann könnt ihr einfach hergehen. Ich meine, jetzt ist es natürlich schlecht, das zu zeigen, weil meine Monster die anderen Monster ja ziemlich schnell töten werden. Also ich werde nicht oft angreifen müssen. Das heißt, da ist es dann eher jetzt Glück, ob die Harpien, ja genau, die Harpie macht das aber auch wieder hier in diesem Fall. Das heißt, auch wenn ich jetzt stärkere Monster schon habe, kann ich das hier trotzdem genauso machen. Ich kann jetzt einfach hergehen, so, verwende die ganze Zeit meine erste Fähigkeit, bis das Monster dann eben ja, diesen Buff verliert. Jetzt macht es sich nochmal selber diesen Buff drauf, weil vorher kam es von der anderen Harpie. Und ja, jetzt habe ich hier einfach genug Zeit, dass ich die ganze Zeit angreife und einfach meine ganzen Cooldowns wieder runterbekomme. Damit habe ich dann eben beim Boss definitiv alle Fähigkeiten zum Einsatz verfügbar. Und ja, es dauert und jetzt ist sie tot und jetzt kommt eben dann die fünfte Welle. Da gehe ich dann einfach rein und ja, wie gesagt, was auch wichtig ist, ist einfach, dass ihr euer Team aufeinander abstimmt. Das heißt, welches Monster kommt als erstes, welches als zweites, dass es irgendwie einen Sinn ergibt, das Ganze. Ja, hier kann ich es jetzt mal so machen, schauen, ob da, ja gut, er wird jetzt da gebufft halt vom Angriff her. Also der Shogun, der jetzt an der Reihe ist, macht dadurch natürlich etwas mehr Schaden. Ihr seht schon, da ist es natürlich jetzt ja keine große Aufgabe für mich, den Boss zu besiegen, aber das ist einfach nur mal, um das euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, im Endeffekt ist es jetzt so, ich will euch auch zeigen, was man hier herausbekommt, beziehungsweise wie viel Kristalle ihr jetzt hier bekommt. Ihr seht, ich bekomme eine blaue Glyphe, Entschuldigung, 2350 Kristalle. Wenn ich jetzt diese blaue Glyphe nicht benötige, macht das nochmal 3600 dazu. Also auch im Großen und Ganzen nicht so schlecht. Also ja, hier kommen ja auch genauso dann grüne Glyphen und ihr könnt auch natürlich diese epischen Glyphen, also die gelben, bekommen. Und damit, sage ich mal, könnt ihr euer Team auf jeden Fall schon um einiges stärker machen. Und das ist eben der Plan im Endeffekt, dass ihr hier durchlauft, zum Beispiel auf der 5er Stufe, solange, ja, wie ihr merkt, einfach es geht nicht mehr. Dann versucht ihr die Glyphen zu tauschen, eben gegen, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel blaue Glyphen habt, versucht ihr die zu tauschen dann gegen grüne und gegen gelbe und dann versucht ihr einfach eine Stufe weiter zu gehen, das heißt einfach auf die 6er Stufe, schaut mal dort, wie es auf Automatik läuft, ob das mit dem Boss auf Automatik läuft oder nicht. Wenn nicht und ihr habt die Zeit, eben wie gesagt, macht es so, wie ich das mache. Das funktioniert im Großen und Ganzen recht gut. Wie gesagt, wenn ich jetzt die 10er Stufe einfach auf automatisch laufen würde, dann würde es, sage ich mal, auch so eine 50-50 Chance sein, dass ich es entweder schaffe oder nicht. Und 50% Chance auf den Gewinn ist eigentlich jetzt nicht hoch und das wäre eigentlich Energieverschwendung. Also wenn ich jetzt einfach auf automatisch laufen lasse und ich schaffe es dann eine Runde und dann die nächste Runde wieder nicht und dann die darauf folgende Runde schaffe ich es vielleicht wieder, das ist von der Ausbeute her zu gering. Und deswegen, wenn ich wirklich keine Zeit habe, laufe ich für mich persönlich am liebsten eigentlich die 8er Stufe noch immer, weil ich auf der 8er Stufe hundertprozentig durchkomme und gar keine Probleme habe und das auch halbwegs schnell geht. Das heißt, ich kann da ganz gut farmen und wie ihr auch seht, es ist von den Glyphen her nicht so ein großer Unterschied. Also ich habe auch schon in der 8er Stufe genauso legendäre Glyphen bekommen und in der 10er Stufe genau schon so, wie ihr vorhin gesehen habt, eben auch lauter grüne Glyphen nur die ganze Zeit. Das ist komplett verschieden. Die Qualität ist natürlich in dem 10er Dungeon halt höher, dass ihr gute zum Beispiel Substats bekommt, also Zusatzwerte auf euren Glyphen, was natürlich dann im Endeffekt jetzt für das Endgame, also wenn ihr dann weiter seid und für die Arena wichtiger ist, dass diese Glyphe wirklich perfekt ist. Aber am Anfang, wenn ihr einfach nur mal weiterkommen wollt, ist es einfach nur mal wichtig, dass sie von der
Höhe her, also dass es eben zum Beispiel eine epische oder legendäre ist, dann macht das schon viel Sinn, wenn ihr die einfach tauscht gegen, ja, wenn ihr jetzt eine blaue habt oder noch eine grüne, dass ihr die dann austauscht. Das bringt euch extrem viel weiter, weil einfach der Hauptwert schon mal viel höher ist und dann zusätzlich noch dazu sind meistens eben auch diese Unterwerte, die noch dabei sind, auch um einiges besser. Ja, wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, das Video, und dass es euch ein bisschen weiterhilft, dass ihr einen Fortschritt macht. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut.